Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quicktip zu Adobe Lightroom. Und in dem heutigen Quicktip soll es nochmal um die Radialfilter gehen. Und zwar, wenn ich so einen Radialfilter verwende, dann will ich ihn doch sehr häufig für lokale Aufhellungen benutzen. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich mir mal die Maske einblenden lasse, dass er standardmäßig nach außen wirkt. So, jetzt kann ich hier natürlich mit der Maus das jedes Mal umschalten, aber es geht viel einfacher. Ihr müsst für dieses Umschalten nicht jedes Mal mit der Maus darunter gehen, sondern benutzt dafür einfach mal die Minustaste. Weil diese Minustaste, die schaltet einfach den Wirkungsbereich immer von innen nach außen und umgekehrt. Ja, das war's, was ich euch heute zeigen wollte. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.